Loco und Wohlfahrt. Holster. Loco. Abseits. Ein bisschen tut mir auch der Peter Achner leid, der hat den Papin glänzend unter Kontrolle gehabt und dann schießt just dieser Papin das vermutlich entscheidende Tor. Sosé, gutes Vorchecking, noch eine Möglichkeit jetzt. Ogris. Rosch war da früher am Ball, voller Einsatz von Ogris, sinnlos. Kann nur faul sein. Und Rosch lässt sich natürlich auch Zeit, es geht jetzt nur noch 4 Minuten. 4 Minuten hier noch im Ernst-Happel-Stadion und die Franzosen führen mit 1:0 durch den Treffer von GPP, von Jean-Pierre Papin. Noch ein Wechsel von Houllier, um Zeit zu gewinnen natürlich. Kommt der Mann aus Auxerre, Martins. Der ein großes Spiel gegen Ajax geliefert hat, daher auch ins Team oder zumindest in den Kader nominiert wurde. Jetzt der Wechsel. Frank Sosé aus dem Spiel und Martins im Spiel jetzt von Auxerre. Das Ganze in der 87. Minute. Noch 3 Minuten. Abstoß. Kein Abseits, jetzt nicht möglichst in der Schlussphase mit Abseitsfallen operieren. Das Risiko zu groß. Eine letzte Offensive versuchen die Österreicher. Aber es gibt Einwurf für die Franzosen. Die Statistik. Doppelt so viele Eckbälle für die Franzosen. Und auch doppelt so viel Torschüsse für die Franzosen. Bei den Fouls ziemlich ausgeglichen. Aber das Allerwichtigste, einmal ins Tor getroffen, haben die Franzosen wir leider nie. Die Chancen, auch Tore zu erzielen, haben wir in diesem Spiel gehabt. Pfeifenberger Polster nach der Pause. Der Stangenschuss vor der Pause. Ein Unentschieden wäre für die Moral und für die Zukunft ganz wichtig. Denn eines hat diese Mannschaft gezeigt, dass sie besser spielt, als ihr Ruf zuletzt war. Herbert Prasker hat neue Moral der Mannschaft gegeben. Umso mehr tut es mir leid, dass sie heute nicht vielleicht doch
diesen einen Punkt, ein Unentschieden, erreicht. Denn das hätte sie sich mit dieser Kampfmoral, mit ihrem Einsatz verdient, wenngleich die Franzosen als die ausgefuchste, clevere Mannschaft jetzt natürlich dieses Spiel versuchen, in jedem Fall über die Zeit zu bringen. Schlussminute dieses Spieles. Es ist auch die Schlussminute in einem Länderspiel für unseren Chefregisseur Lucky Schmidt-Leitner, der ja, wie Sie wissen, in den Ruhestand dreht, seine letzte ganz große Übertragung in seiner aktiven Zeit. Ich möchte an dieser Stelle persönlich ganz herzlich sagen, danke Lucky für die vielen Übertragungen. Ich nehme auch an, dass Sie, meine Damen und Herren, mir beipflichten, wenn ich sage, wir haben wunderschöne Übertragungen, auch wunderschöne Bilder im Laufe vieler Jahrzehnte bekommen. Danke dafür. In den letzten Sekunden in diesem Spiel bereits noch eine Möglichkeit für die Franzosen. Wohlfahrt mit einer ganz souveränen Leistung. Beim Tor hatte er einfach keine Möglichkeit. Die Chancen in der WM-Qualifikation werden bei einer Niederlage jetzt natürlich bereits minimiert. Sie sind zwar theoretisch noch vorhanden, aber praktisch wird es sehr, sehr schwer werden. Aber dennoch, man hat mehr gesehen, als man hier allerorts erwartet und befürchtet hat. Die Mannschaft hat gekämpft, hat mitgespielt gegen einen Gegner, der uns einfach normalerweise eine ganze Nummer zu groß ist. Davon war heute aber über lange Zeit nichts zu sehen. Und erst nach dem Treffer, da haben die Franzosen das etwas reifere Spiel auch umsetzen können. Aber das war klar. Schiedsrichter Blankenstein lässt bereits nachspielen. Er war ein ausgezeichneter Spielleiter. Und jetzt können die Franzosen jubeln. Sie haben es geschafft. Sie haben zwei wichtige Punkte in der WM-Qualifikation geholt. Österreich hat dieses Spiel im Ernst-Happel-Stadion verloren, aber mit Herz und mit Anstand. Endstand dieser Begegnung: Österreich gegen Frankreich 0:1 durch den Treffer von Papin in der 58. Spielminute. Meine Damen und Herren, in 2,5 Wochen geht es ja weiter in der WM-Qualifikation. Dann ist Bulgarien hier in Wien zu Gast. Vielleicht geht das auf, was wir nicht geschafft haben gegen Bulgarien. Er hat das Tor geschossen. Jean-Pierre Papin. Eines war es auch, es war ein wichtiger Sheffield.